Shalom und herzlich willkommen zum Let's Play von Angst Sammler Edition. So, wir werden mal das Profil wechseln. Ich habe nämlich schon mal quasi reingeschnuppert, die Demo gespielt und mir gedacht, ja, das kann man mal machen. So, wie nennen wir uns denn? Was fällt uns denn Schönes ein? Nehmen wir mal... passt nicht ganz. Holzjack. Nehmen wir mal Holzjack. Holzjack ist cool. So, der Schwierigkeitsgrad. Leicht. Ein Funkeln weist auf einen interessanten Bereich hin. Tipp und überspringen. Laden schnell auf. Du kannst ja eine Anleitung ansehen. Nee. Kein Hinweis funkeln auf interessante Bereiche. Du erhältst nur schriftliche Hinweise. Tipp und überspringen laden weniger schnell auf. Ja. Kein Funkeln, keine Hinweise und keine Anleitung. Überspringen lädt er langsam auf. Ich würde sagen, Benutzer definiert, nee, machen wir mal normal. So, dann hätte ich gesagt, Feuer frei. Und for a while. Bad dreams. I always have crazy dreams after so long on the road. Ja, ich auch, ständig. It's probably just me missing my family. You got kids? Man, I remember the day Sally told me. Whoopsie Daisy. Und es geht los. Wir haben gesehen, eine cinematografisch höchst wertvolle Ganzleistung. Dann schauen wir mal. Erstmal machen wir hier das Ding raus. So ein bisschen mehr sehen. So. Wenn ich nicht aufpasse, verletzt mich am Ende doch noch. Sollte ich vorerst lassen. Okay. Schauen wir mal. Kamera. Wenigstens hat meine Kamera einen Fall heil überstanden. Hoffentlich funktioniert es noch richtig. Ne? Gucken wir mal. Gestochen scharfe Bilder. Was für ein Traum. Und als ich aufwachte, passierten die Dinge aus meinem Traum tatsächlich. Bam, badam, bam. Haben wir hier Fotos. Halt mir Hinweise frei, die mir helfen könnten, das Geheimnis zu entwirren. Gut zu wissen. Ne, brauchen wir nicht. Ne, da gucken wir nicht rein. Wir wollen uns ja nicht spoilern. So. Angst. Ein klassisches Wimmelbildspiel. Was auch immer Wimmelbild bedeuten soll. Möp, möp. Schauen, was wir hier haben. Die Familie. Ein Lollipop. Oder Öl. Hank Tucker. Topeka, Kansas. 1967. Ja, der ist schon ein bisschen älter, der Kollege. Können wir den mitnehmen? Kann ich dann schon mal auszeigen. Oh, hier bahnt sich was an, schätze ich mal. Haben wir noch was Schönes? Nö. Gucken wir mal. Haben wir hier Radio? Ein Fahrkartenschalter. Oder Ticketautomat. Da könnte etwas Nützliches drin sein.
stimmt. Schauen wir mal hin. Und da frage ich mich doch, wie alt muss der Bus gewesen sein, dass er bei einem solchen Unfall so komplett auseinandergerupft wird? Hier, die Sitze sehen auch schon aus, als ob sie die besten Tage hinter sich hatten. Ein Pinamke. Ohne einen Schlüssel können das Handschuhfach nicht öffnen. Safety first. Was haben wir hier? Schrauben. Und einen dreckigen Putzlappen. Muss man ja auf jeder Busfahrt dabei haben. Ich habe was draußen. Ey, warum haben sie jetzt die Türen geschlossen? Ich habe doch gar nichts angefasst. Mysteriös. Der Fahrer. We're in trouble here. I got off the bus, but the door shut behind me. You'll have to get it open. Ja, man merkt, wie viel detailreiche Arbeit die Übersetzer in dieses Spiel gesteckt haben. Das Scharnier ist lose. Mit dem richtigen Werkzeug könnte ich es festschrauben. Mensch, und was für ein Zufall, ich habe Schrauben dabei. Schauen wir mal. Einen Schraubendreher haben wir auch dabei. Übrigens, ganz wichtig, es ist kein Schraubenzieher, sondern ein Schraubendreher. Und the last but not least, zweite Schraube. Hält. Please hurry. Pull the lever. I'm in a lot of pain out here. Also bei dem schauspielerischen Talent hätte ich da auch Schmerzen. Aber wir haben die Tür aufbekommen. Mann, oh Mann, das war vielleicht ein Unfall. Oh yeah. Oh good. You made it. I thought maybe you... Ja, spannende Sache. Was haben wir hier Schönes? Oh, wir haben ein Foto gemacht. Ich kann den Busfahrer nicht einfach so mit seiner Verletzung zurücklassen. Er braucht ein Schmerzmittel und wir müssen irgendwo eine Schiene basteln, damit er gehen kann. Ich muss mich in der Gegend umsehen. Gut. Gehe ich mit. Bling, bling. Du hast einen Dollar gefunden. Finde noch weitere. So, haben wir hier noch irgendwelche Möglichkeiten? Der Bus ist hin. Damit kommen wir nicht mehr vom Fleck. Ja, eine gute Beobachtungsgabe. Ich muss die Kabel durchschneiden, und zwar schnell. Vor allem Kabel, die unter Strom gesetzt sind, durchschneiden. Ich glaube nicht, Tim. Sieht er was? Der Riegel ist total verrostet. Vielleicht fällt etwas Öl. Ja, er hat dafür einen Lollipop gefunden. Und das Scharnier ist so gut wie neu. So, das erste Rätsel. Schauen wir mal. Für die ganz Blöden. Der doch einfach einen... Naja, gut. Nehmen wir den. Den. Hat schon mal geklappt. Was haben wir hier? Den, den, den. Passt auch. Das können wir nicht mehr erkennen. Das und das. Und... Ja, war jetzt relativ einfach. Thanks. I tell you, that was close. I never would have escaped on my own. Is that I think my leg is broken. Look, I feel like I'm gonna pass out soon. Also ich fange dich nicht auf. You should take these keys in case you need something. Wir haben den Schlüssel zu seinem Herzen. Okay. Let's get out of here. The pain is just too much.
do you? Think you can find me some painkillers? Na Logan. Verzeiht übrigens, dass ich hier mich so ein bisschen beömmle vor Lachen, aber ich habe ja schon mal angespielt, die Demo. Und ich bin über diese schauspielerische Meisterleistung mehr als entzückt. Der Busschlüssel. Könnte was sonst drin sein? Gut, der passt hier nicht. Schauen wir mal, wir hatten ja vorhin das Pin-Up-Girl. Girl. Schauen wir mal. Was hast du zu verbergen, Pin-Up-Girl? Ein Foto von einem... Okay... Vielleicht ist der Busfahrer doch nicht mein Typ. Eine Brille. Eine Dose? Ja klar, also man... So eine geöffnete Dose, das ist schon... Dollar. So eine geöffnete Dose ist schon etwas, was man braucht. Wenn man auf längere Busfahrten geht. Schauen wir mal, sind da Painkiller drin? Please, find me something for this pain. Schauen wir nicht. I'm going out of my mind here. Ach, du hast Schmerzen im Bein und nicht im Kopf. Naja, gut. Buskabine. Ah ne, da kommen wir ja her. So. Dann gehen wir mal weiter. Der Busfahrer hatte recht, das ist tatsächlich ein Motel. Hä? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass der Busfahrer mal irgendwas gesagt hätte. Noch ein Dollar. Das Spiel macht uns reich. Noch einer. Mädchen vermisst. On July 24, 1955, while playing Ella Henderson Ich übersetze mal grob. Der Fassbus ist fast 10 Jahre alt, hat mich an. Am 24. Juli 1955 beim Spielen verschwunden. Passiert. So. Naja. Klopf, klopf. Wer ist da? Mach doch meine Hose auf. Was haben wir hier Schönes? Seltsam. Warum wurde dieses hübsche Spiel vergraben? Diese Buchstaben sehen anders aus. Ob hier mein anderer Name stand? Lass mich kurz überlegen. Ich glaube nicht. So zur Weggabelung. Ein Fahrrad. Ein Skorpion. Mist, mit einem schlecht gelaunten Skorpion lege ich mich lieber nicht an. Ja, nö, und so. Gut, was haben wir hier? Woody aus Toy Story? Cowboy-Figur. Da könnte ein Schmerzmittel drin sein, aber ich werde sie wohl aufschneiden müssen. Naja, das ist eine... Gut. Reden wir nicht weiter drüber. So. Was haben wir hier? Ein Lizard. Lauf doch nicht weg. Hier haben wir... Ich glaube, dass es Ameisen sind. Eine Meisterleistung. Gucken wir mal. Okay. Stein weg. Eine Karte. Welcome to the Cornfield Motel. Willkommen im Maisfeld-Motel. Das klingt irgendwie seltsam. Ein Dosenöffner. Nö, was du wohl... Da. Was ist das? Hier können wir das mitnehmen. Dollar. More money, more cash. Was haben wir hier? Mit bloßen Händen fängt man keine Eidechse.